Im Grunde wirkt die Kreuzung relativ ungefährlich. Doch die Mitarbeiter der Tankstelle, die sich direkt an der Kreuzung befindet, werden regelmäßig Zeugen von Unfällen. Groß-Petersdorf, gefährliche Kreuzung im Visier, immer mehr fordern eine Entschärfung. Sicherheit erhöhen, ob Schulweg oder Internet, wie Schulen jetzt auf Ideen von Kindern setzen. Mordversuch, ein Iraner steht heute vor Gericht, weil er einen Landsmann niedergestochen hat. Und das Wetter morgen wird schwül und gewittrig. Burgenland heute mit Martin Bernster. Guten Abend. Viele werden sich an den schweren Unfall vor einem Monat erinnern können. Ein Linienbus und ein Kranwagen sind damals kollidiert. Das Resultat: 15 Verletzte. Doch dieser Unfall ist bei weitem kein Einzelfall an der Kreuzung zwischen Großpetersdorf und Jabing. Teilweise kracht es dort fast im Wochentakt. Und der Ruf nach einer Entschärfung der Gefahrenstelle wird immer lauter. Kurt Krenn berichtet. Die Kreuzung B63 L272 zwischen Jabing und Großpetersdorf. Ein neuralgischer Punkt, der die Einsatzkräfte immer wieder fordert. Etliche Unfälle haben sich hier in der Vergangenheit ereignet. Vor einem Monat forderte dieser Unfall 15 Verletzte. Bei unserem Lokalaugenschein erzählen Autofahrer, dass sie schon oft an dieser Kreuzung Glück hatten. Voriges Jahr im Herbst bin ich da gefahren mit dem Auto und da ist ein Auto gekommen und blinkt und an dem Moment, wie ich rausfahren wollte, fährt es gerade weiter und das wäre wahrscheinlich mein Tod gewesen. Alexander Sabo betreibt an dieser unfallträchtigen Kreuzung eine Tankstelle. Immer wieder ist er Augenzeuge von Unfällen. Also im letzten Monat haben wir praktisch 4 Unfälle gehabt. Zweimal ohne Personenschaden und jetzt die letzten 2 waren halt sehr, sehr dramatische Sachen. Mit Verletzten auch und sogar Schwerverletzte. Warum kracht es hier immer wieder? Naja, es ist unerklärlich irgendwo, weil die meisten Unfälle passieren, wenn der Fahrer von Oberwart Richtung Rechnitz fährt und nicht von Ungarn nach Oberwart fährt. Wie glauben Sie, könnte man diese Kreuzung verkehrssicherer machen? Na, ich glaube mit einem Kreisverkehr, mit einem groß angelegten Kreisverkehr, für den Schwerverkehr auch und für die Leute, die ins Pinkertal fahren, dass das hier entschärft wird, meiner Meinung nach. Die Kreuzung wurde vor 20 Jahren errichtet und 2005 umgebaut und durch eine Abbiegespur ergänzt. Jetzt suchen die Experten der Landesstraßenverwaltung nach weiteren Möglichkeiten, um die Kreuzung weiter zu entschärfen. Unser Ziel ist es auf jeden Fall, diese Kreuzungssituation dort zu entschärfen. Maßnahmen gibt es vielfältige. Ein Appell unserer Seite an die Verkehrsteilnehmer wäre auf jeden Fall aber auch, dass man erhöhte Aufmerksamkeit in solchen T-Knotenbereichen an den Tag legt und dass man auch bei der Geschwindigkeit sehr bewusst die Geschwindigkeitsbeschränkungen einhält. In der Region wird mittlerweile der Ruf nach einem Kreisverkehr laut. Wird ein solcher eventuell kommen? Ein Kreisverkehr ist absolut im Rahmen des Möglichen. Wir werden jetzt die Machbarkeitsuntersuchung abwarten, um dann zu sehen, ob ein Kreisverkehr kommt oder eine andere Maßnahme gesetzt wird. Bis wann rechnen Sie mit einem Ergebnis? Die Planungen werden wir auf jeden Fall im heurigen Jahr abschließen können, um im Jahr 2018 dann eine Maßnahme umsetzen zu können. An konkreten Lösungen zur Entschärfung der Gefahrenstelle wird also gearbeitet. Rund 15.000 Fahrzeuge passieren den Kreuzungsbereich täglich. Kinder machen ihre Schulen selbst sicherer. Vereinfacht